Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Empires and Puzzles aus dem X-Stream Studio. Grüßt euch Gott. So, heute machen wir die Fortsetzung. Ich probiere es mal mit der Maskerade. Die Stufe 3 fordernd. 3000 brauchen wir. Aber dazu muss ich ein bisschen umbauen. 409. Haben wir hier, dann ändere, Moment, wo ist er denn? Wo haben wir den? Ich habe da doch eine neue, das Team muss ich umändern. Den werde ich ändern. Werde ich unseren neuen Helden einsetzen. Der ist doch ein bisschen besser. Macht Schaden auf allen. Wir müssen mal da ein bisschen umändern. Ist das passt? Ich glaube, ich hau den rein. Und Heilung. Oder soll man den hernehmen? Also ich würde eher den nehmen. Moment. Haben wir da zwei? Nee. Mana. Das ist die Frage. Mana oder Heilung? Hier haben wir 0. Ausgerüstet 3 von 10. 5 von 5. Ich hau mal den rein. So, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir haben nur 2300er. Und das ist ja doch 3000er Teamstärke bräuchten wir. Also daher muss auf alle Fälle die Heilung erst hoch bekommen. Das ist wirklich sehr schwierig jetzt im Moment. Weil wir brauchen hier die Lilan. Gegen die Gelben haben nur die Lilan Chancen. Eben um Schaden zu machen. Und das wird schwierig. Mal so raus, damit ich die erste Heilung reinbekomme, aber ich sehe schon so schwierig. Wir bringen einen gleich. So, der erste ist down, aber ich glaube, wir schaffen den nicht. Das Fordern schaffen wir nicht. Das ist wirklich sehr schwierig. Den müssen wir wegbekommen. Dann haben wir den schnell rein, damit wir die Heilung bekommen. Wir brauchen die große Heilung. Den müssen wir runter bekommen. Ah, das war jetzt nicht so gut. Die Heilung bekommen wir jetzt. Die haben wir auch gleich raus. So, wieder einer weg.
wirklich schwierig, weil jetzt wenn die Endgegner kommen, dann wird es heftig schwierig. Also da müssen wir uns etwas überlegen, was wir den schaffen eben. So. Haben wir es so raus? So, die kleine Heilung raus. Dann probiere ich den hier. Ich glaube, dass der. Das ist Wahnsinn. Ach, das ist Dreierei. Hätte ich doch die Heilung erst machen sollen. Aber wieder nicht aufgepasst. So, jetzt müsste er down sein. Noch immer nicht. Schwierig. So, jetzt bekommen wir die Heilung nochmal. Genau. Aber der ist so hart hier. So, jetzt haben wir alles oben. Dann haben wir mal den rein, die Heilung. Voll Schaden rein. So, jetzt ist besser. Jetzt ist besser mit. Die Katze springt da herum und verstellt mein ganzes Mischpult immer. Deswegen höre ich nur auf einen Ohr. So, jetzt haben wir mal voll rein. So, einer ist weg. Zweite ist weg. Und dritten kriegen wir auch gleich. Dauert nur noch. So. Ja, das ist immer eine schwierige Überlegung. Ich mache mal die Heilung. Kommt wieder der. Ich brauche einen grünen hier jetzt. Jetzt macht das mal kaputt, ja. Kommen die Roten plötzlich. Jetzt, wo ich es nicht brauche. So. Ich muss mich langsam hier rüber schleichen. So, jetzt können wir da Schaden reinhauen. Das Schwierigste kommt ja jetzt erst noch, das ist der Endgegner. Das wird heftig. Das wird extrem heftig. Mhm. Jetzt muss ich die Heilung reinhauen nochmal. Jetzt werden wir keine Heilung haben, noch wird er. So. Gut, jetzt kommt der Gegner, jetzt wird es schwierig. Oho, oho, zwei Damen. Damenwahl, welche nehmen wir als erstes, welche macht den meisten Schaden? Das werden wir jetzt wissen. Die ist schon sehr gefährlich hier, weil die habe ich ja selber. Und da brauchen wir die blauen auf alle Fälle. Bei der roten Lady. Also hauen wir da mal rein.
Essen in die Mitte, dass jeder was davon hat. Oh, 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 oh. Gut. Jetzt nehmen wir alle Schaden. Egal, wenn ich blau nehme, macht der blaue Schaden. Oh. Nein. Das ist gemein. Das ist sehr gemein. Nee. Wie soll man das schaffen? Das fordernd ist wirklich fordernd, wenn man zu klein ist. Noch dazu, wenn der Schaden austeilt, die. Nee, haben wir keine Chance. 3000. Und unser Team ist 2300, deswegen keine Chance. Das können wir nur schaffen. Also die Kleine haben wir noch geschafft. Eben, die war auch stärker. Aber dann müssen wir noch richtig wachsen. Das heißt, wir müssen unsere Helden noch etwas höher leveln. Das ist hart. Dachte, das könnte man vielleicht schaffen, aber so nicht. Wir kriegen keine Steinchen eben für Kombos und so weiter. Die wo auch ein bisschen was bringen, aber wenn wir die Kombos reinhauen, dann zieht er uns eben die Energie, das Lebensenergie runter. Und das ist doppelt Shit. Doppel Shit. Das ist schlecht gewesen. Hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Was haben die hier? Ich hätte gern noch einen Kostümschlüssel bekommen, eben die Stufe noch gern geschafft. Dann hätten wir mithalten können, eben. Wir hätten dann vielleicht noch einen Helden bekommen, was aber jetzt nichts geworden ist. Das ärgert mich jetzt. Und da haut er keinen Schaden drin. Meine Güte. No. Wir brauchen die Blauen, komm schon. Wir brauchen die Heilung. Komm, weiter, weiter da. Heilung und den daraus, jawohl. Jetzt sind wir wieder ein bisschen oben. Den blauen daraus, jawohl. Wieder einer weniger. Und hier den rein. Ist ja nicht normal. So, jetzt kriegen wir Heilung. Wieder reinheilen. Damit wir die behalten oben. Die Heilung hoch pushen. So. So, dann ja, haben wir den rein.
Jetzt, wo wir hier die roten brauchen, kommen sie nicht mehr. Eine noch da. Noch einen anderen machen wir weg. Dann kriegen wir das schon. Ja, und dann haben wir es nochmal. So, Überfall, also Vergeltung ist auch erledigt. Ja, das stört mich jetzt ein bisschen, dass wir den anderen nicht geschafft haben. Und ich muss ja noch was hochpushen. Wir haben ja hier 40 Minuten. Hier wird noch gebaut, ausgebaut auf Stufe 13. Dann machen wir. Wie lange hängen der 11 Stunden? Wenn man es wüsste. Meist sollte man hier das Lager, Nahrungslager aufbauen. Hier die. Aber im Moment, wir brauchen nicht so viel Nahrung. Wir brauchen halt das auch oben. Also baue ich das aus hier. 2 von 2, jetzt haben wir 2 Gebäude am Ausbauen, weil wir haben ja die VIP-Pass. Deswegen können wir ja den 2 Gebäude ausbauen. So. Sonst haben wir wieder das für heute. Leider geht mir das nicht auf. Das hätte ich gern gemacht. Den Kostümschlüssel hätte ich gerne noch bekommen. Was kostet das? 300 Beschwörung. Einen Schlüssel hätten wir gebraucht. Einen Schlüssel. Also wir machen die Beschwörung einmal so. Aber da kommt dann immer irgendein Schrott. Ich hoffe, dass was Vernünftiges kommt. 4 Sterne, okay. Und noch einmal. Was Vernünftiges? 5 Sterne. 3 Sterne. Okay. Also das ist das. Müssen wir gucken mal neu. Wir haben den bekommen, 16. Moment mal, den haben wir ja auf Stufe 16 und den können wir hochleveln. Dann können wir die hochleveln. Mit dem hier. Braucht man nicht. Wir haben zumindest die Maskerade. Okay. Und hier haben wir die Maske. Wo haben wir die Maske? So sieht er nochmal aus. Das ist ja das besser. Verstehe ich jetzt nicht. Der ist ja schon so. Sowieso mit der Rüstung so gut, oder? Der hat ja von Haus aus die Rüstung schon. Alle Helden teilen sich den Schaden für 5 Züge gleichmäßig auf alle Helden, erhalten 42% Verteidigung. Der ist ja von Haus aus so. Das Kostüm. Da wird er ja schlechter. So sieht er von Haus aus. Und das wäre das Kostüm.
Und dann wird er ja schlechter. Obwohl der Helm sieht ja richtig, naja, richtig scheiße aus. Okay. Die Brine. Und das ist ja auch das Original. Verstehe ich nicht. Das wäre ja das neue Kostüm und da ist es schlechter. Alle Helden erhalten 25% dazu von Angriff. Und wenn ich das Kostüm runter tue, dieses, wo eigentlich neu wäre, ist es schlechter. Das muss man jetzt nicht verstehen. Das heißt, wenn die Kostüme, wenn man die Kostüme drauf tut, wäre es ja besser. Aber die werden ja schlechter durch die Kostüme. Also ist dieses. Auf alle Fälle besser. Und die Brine, die können wir reinhauen. Jetzt haben wir die mal da rein aufleveln. Ich habe ja den schon hochgelevelt jetzt ein bisschen. Brine, Brine. Oder spricht man die so aus? Obwohl, der geht hoch. Jetzt hätten wir wieder Team Stärke 2315. Ja, ein bisschen was ist natürlich gestiegen, aber reicht noch nicht für die Maskerade. Schade. Gut, können wir leider nichts machen. Wir brauchen erst noch eine höhere Teamstärke, um die fordern zu schaffen. Aber das kann noch eine Weile dauern. Bis dahin machen wir eben noch so ein bisschen ein paar Missionen, Quests und Kampagnen oder eben von der Karte die Etappen und Provinzen. Aber das war's von meiner Seite her. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video. Bis dahin, euer Robin aus dem X im Studio. Wünscht euch noch viel Gesundheit. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Auf Wiedersehen.